So, eben gab es schön Naanbrot. War lecker. Naanbrot mit ein bisschen Öl, ein bisschen Basilikum und Basilikum Essig. War gut. Hör mal die Musik. Kannst du einfach nicht ernst nehmen. Aber das ist geil. Die Szene mit dem Astro-Schriftzug ist nice. Jetzt also mal ein bisschen auf meine Stimme achten. Ups. Warst du früher auch immer bei dem Schuhladen? Nee, nie, mein Lieber, nie. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wo war denn unser Stand? Letztes Mal wurden wir hier in die... Was ist das für eine... sind wir für eine Gang? Ich weiß schon gar nicht mehr. Nicht LCN, sondern... Oh, ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal organisieren, wer wir hier überhaupt sind. So, ich bin ja auf deren Discord. Ich weiß es nämlich nicht. The Circle of La Familia. Okay, wir gehören zu La Familia. Okay. Ich habe nur auf dem Discord mitbekommen, die sind wohl in irgendeinem Konflikt involviert aktuell. Wir haben wohl irgendeinen Krieg mit irgendjemandem. Das letzte Mal waren wir ja gerade auf dem Weg, auf einer Mission, wo wir dann aus dem Auto geflogen sind, durch einen Bug gestorben sind und dann haben wir uns mal hier beim Motel ausgeruht. Das ist so ein bisschen der Stand. Wir haben jetzt in der Woche ja nicht mehr gezockt, das ist echt Ewigkeiten her. Fühlt sich echt schlecht an, so lange nicht da zu sein, weil ich kenn's auch noch von früher. Ich hasse das, wenn Leute dann so länger nicht aktiv sind, aber was will man machen? Soviel ich weiß, haben wir jetzt auch ein Interieur in unserer Villa und auch im Tequila Lala dürfte jetzt was Neues sein. Ja, das ist die Frage, wie kommen wir hier weg? Ne? Ich würde sagen, wir rufen gleich einfach mal unsere Chefs an. Ich weiß auch den Funkcode nicht mehr. Ja, klar kann ich Cisco. Safe. Oh, wir können später noch ein paar Videos gucken. Ich hätte Bock auch mal wieder ein bisschen Videos mit euch zu gucken. Guck mal, sieht das geil aus hier, oder? Hier könnte man auch Urlaub machen. Hier könnte man auch einfach jahrelang Urlaub machen. Ich glaube, ich rufe mal unsere Kollegen an und frage einfach mal, was so abgeht. Scheiße, ich habe hier keinen Empfang, glaube ich. Sieht echt tot aus hier, der Empfang. Oh, jeder war früher im Schulladen. Ja, die Frage ist, wie oft. Hier ist auch safe am Hotel irgendwo in der Garage, aber ich glaube, das bringt mir auch nichts. Ja, ich würde fast behaupten, ich kenne jeden in der GTA, also jeden größeren zumindest, in der GTA-Szene. Erst recht auf YouTube. Twitch nicht, aber YouTube safe. Würde ich eigentlich schon behaupten. Dann können wir mal gucken, ob hier nicht irgendwie eine Garage ist. Aber bringt ja nichts, weil unser Auto ist ja hier nicht. Warte mal, wir ziehen uns erstmal um, damit wir erstmal also netter aussehen. Mit der Hoffnung, dass uns jemand mitnimmt, sobald er uns sieht. Oh. Ist ein bisschen schön, dass wir jetzt keinen Empfang haben, ne? Wenn ich doch den Funk wüsste, aber warte mal, den weiß ich ja offiziell. Das heißt, den kann ich nachgucken. Ich finde es so schlimm, wenn man so lange nicht da ist. Chat, Medien, Fraktionswünsche, Besprechungen, Infos. Infos ist wichtig. Gibt es aber auch keinen Channel mit Funknummern, glaube ich. Blacklist, Tequila Lala Bestellung, Rechnung, Verträge, Termine, Infos allgemein. Ah ja. Wir haben Stress mit El Bialo. Aha. Hat sich geklärt, okay. Infos Bar, Sanktionen, kleinere Auto, Ab- und Anmeldung, Termine, Rechnungen, Verträge. Ist ja auch einfach mal so einen allgemeinen Chat. Ja, hier. Was ist nochmal der Funkkanal? Ja, fragen wir halt einfach nochmal im OOC. Aber da ich den ja IC schon offiziell gesagt bekommen habe. Ah, perfekt, kam schon die Antwort. Ah, perfekt. Sehr gut. Jetzt aber. Mit Funk dürften wir hier auch Empfang haben. Funkcheck? Check. Oh, hallo, hier ist der Mike. Ah, nicht Mike. Tom meine ich. Ja, ist gerade ganz schlecht. Am besten, Tom, machst du einfach dir einen spannenden Abend irgendwo in der Bar oder so. Aber nicht bei uns jetzt gerade, ja? Geh einfach aus dem Funk auch raus. Ihr verstößt mich? Verstößt? Nein, das ist eine Situation. Ja, wir werden gerade beschossen. Sehr brenzlig. Ihr wollt Schmuddelfilmchen gucken, ich merk das. Nein, wir werden beschossen. Ist das auch da? Vorsicht. Kann mal jemand eine Postleitzahl sagen? Von wo bitte? Ja, warte. Die kommt von 7009. 1.13. Die haben jetzt angefangen zu schießen. Das ist traurig. Freunde. Unsere eigene Fraktion sagt, yo, macht den schönen Abend, lass uns in Ruhe. Das kann doch nicht sein. Ich habe alles dafür getan, dass wir heute noch ins RP kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, dann suchen wir mal ein Plätzchen, wo wir Empfang haben, ne? Handyempfang. Ich bin nicht mal schuld. Ja, ein bisschen, vielleicht. Wir waren ja auch echt lang nicht da und sind auch heute schon wieder extrem spät, ne? Was sieht geil aus hier, kann man nicht anders sagen. Oh, da sind Leute. Hallo, guten Tag. Was los? Sind Sie zufällig auf dem Weg in die Stadt oder so demnächst? Nee, eigentlich nicht, nee. Das ist schade. Ja, das ist schlecht. Okay, aber danke. Jawohl, komm mal mit. Soll ich schnell wohin fahren? Das wäre saulieb. Ja? Ja. Gut, dann komm mit. Ich kann selber laufen, alles gut. Ja, nein, aber das sind nur zwei Sitze. Nein. Okay, aber danke. Sehr geil. Ja, nur die Ruhe. Nee. Schönes Auto. Dankeschön. Zeit und Ruhe haben die nicht.
Echt? Ich sag aber auch immer, Zeit ist Geld, ne? Und Geld haben wir nicht. Sag mal kurz ruhig, ich hab einen Platten. Wer hat mir von euch, ich hab einen Platten. Ja, ja, oh Gott, das klingt gar nicht gut. Und das an so einer Stelle ist schon ein bisschen unheimlich. Ja, kann nicht schmecken. Na gut, dann müssen wir bei denen aufsteigen. Was denn hin? Einfach in die Stadt wäre klasse. Ja, da gibt's Bier. Gut, dann alle auf dem Navi und dann los. Vielleicht bleibst du erstmal auf deiner Spur. Damit fangen wir erstmal an. Oh Gott, ich glaube, ihr hattet schon euer Bier. Na klar, ich hänge mit Jesus ab. Was soll es denn sein? Ja, aber kein Bier vor vier ist ja aufs Alter bezogen, ne? Nicht auf die Uhrzeit. Oh, ich war bestimmt gar nicht angestellt. Soll ich jetzt umdrehen? Nein. Nein. Ich finde, sieht das geil aus hier eigentlich mit den nicht. Bäumen und so. Der Herr, wie geht's dir? Oh, gar nicht so schlecht. Und euch? Auch nicht schlecht. Wie heißen Sie denn? Ich bin der Tom. Wir können uns ruhig duzen, wenn Sie möchten. Hallo, Tom. Hallo. Kennst du den Gilbert? Ja, Gilbert. Ihr seid witzig. Sing ein Lied über den Body. Kannst du mal aufhören, unseren Gast zu mobben? Ich mobb ihn nicht. Wir kommen wieder zurück in die Stadt. Alles gut. Manchmal ist die Frau da vorne. Ist manchmal nicht sie selbst da. Voll okay. Einfach, am Trauern, was los? Wegen ihrem Mann. War der zu lang bei Burger Shot, weil es da Angebote gab und jetzt ist er dick oder was? Ja. Genau. Oh Gott. Was denn? Der Mann ist sehr nett. Okay. Wie bitte? Wer ist denn ihr Mann, wenn ich fragen darf? Oh, da rechts lag einer. Nee, Sie sind sehr nett, der Herr in Schwarz-Rot. Danke, danke. Da lag eben gerade einer irgendwie bewusstlos rum. Das war doch ein. Er war Motorrad. Nein, Libida, komm, fahr Würfelpark jetzt. Es war ein. Sicher? Scheiße, Libida. Ja, schnell. Ich bin auf dem Body. Schneller kann ich nicht fahren. Das ist eine Pascha-Angelegenheit, aber Libida. Wollt ihr da eine Shisha-Bar oder was ist da los? Kann ich dabei sein? Nee, nein. Ja. Das hat mich eher zu Libida. Ich hätte ihn zu Janus. Junge, RP, das ist jedes Mal so ein Meme. Hat Lukas schon Bescheid gesagt? Das ist jedes Mal so ein Meme. Ich ruf ihn gerade an. Okay, weil Ascha beleidigt. Okay. Wer gerade ausgeht. Ja. Lach mal, könnte es sein, dass ihr gerade in der Schießerei seid? Das kann durchaus sein. Ja? Aber ich weiß von nix. Und ich mache auch nix. Viel zu anstrengend. Ach, Libida, was machst du? Neu ins Navi eingeben. Ja, genau. Hat ausfahren müssen. Ja. Ihr schießt gerade gegen mich. Keine Ahnung, kann sein. Ihr schießt gerade. Das war keine Frage. Das war eine Aussage. Ja, das ist okay. Ich schieße auch gerne. Aber jetzt nicht. Dankeschön. Jo, bitte. Ja, und jetzt? Jetzt können wir mal gucken, ob hier in der Garage hoffentlich mein Auto ist. Und normalerweise, ich habe gehört, beim LSC können wir kostenlos tunen. Das ist natürlich nice. Ausparken, weil, ja, kein Auto. Dann müssen wir mal zum Abschlepper, weil ich habe keine Ahnung, wo sonst meine Autos sind. Warte mal, wir haben noch ein Skateboard. Das können wir jetzt endlich mal ausprobieren. Halleluja. Nicht aufheben. Nein, stopp. Falsche Taste. So. Ey, steig ein, komm, ich fahr dich kurz. Schon okay, danke. Nicht, dass ich noch Ärger mit seinen Eltern bekomme. Ich kann dich hoch. Alles gut, danke. Keine Ahnung. Hallo? Keine Ahnung, Mann. Weil ich hab mitbekommen, ihr schießt gerade gegen den Samsung. Okay. Und? So lang, dass du Bescheid hast. Ja, ja, danke. Nett. Warum weiß das irgendwie so der gesamte Staat? Aber ich darf nicht. Wir müssen mal rausfinden, wo die sind. Wollen wir so an der... Wir holen jetzt unser Auto und dann gehe ich in Funk, ohne was zu sagen. Und dann probieren wir, denen zu helfen. Kann halt sein, dass wir direkt auf die Fresse kriegen. Das kann auch durchaus sein. Aber dann sind wir der Held. Vielleicht kriegen wir dann eine Beförderung oder so. Das wäre natürlich ein Traum. Oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir gehen jetzt zum Abschlepper hier, gucken, dass wir unser Auto wieder bekommen. Dann probieren wir im Funk rauszuhören, wo die gerade sind. Und dann probieren wir denen zu helfen irgendwie. Ohne dass sie es wissen. Und dann sind wir deren Held. Ja. Oha, wie krass das aussieht. So, mein Auto ist hier schon mal nicht. Und der mit dem Lambo hier kann auch irgendwie nicht richtig parken. Hallo. Abschlepphof. Hier ist Vernummernschild, Fahrzeugname. Irgendwie kein Auto von mir hier. Scheint so. Können wir uns eins klauen? Jawohl, da ist an. Perfekt. So, Motor einmal aus und ansteigen. Jetzt gehen wir in Funk. Und probieren mal rauszuhören, wo die sind. Bin mir nicht sicher. Der geht wieder auf den Berg, aber ja, jetzt geht er wieder nach. Deiner ist noch auf dem Dach, auf 70 F. Da einfach auf der Straße abrennen. Deiner ist jetzt im Busch gewesen kurz. Welche Postleitzahl seid ihr? 7007, dann bleibst du was hören, bitte. Umgeschossen. Hier ist alles gerade umzingelt von anderen. Ich rette euch! Das wäre nicht schlauer. Eine Pistole, Tom? Hast du eine Pistole? Gut, dann halt nicht, wenn sie nicht wollen. Haben sie Pech. Haben sie halt Pech. Was wir auf jeden Fall machen können, ist derzeit uns mal das neue Interieur angucken. Weil wenn ich richtig informiert bin, dann haben wir einmal hier oben, hier, in unserer Villa dürfte jetzt ein Interieur drin sein. Und unser Auto müssen wir auch noch suchen. Genau, sollten wir nämlich jetzt in unserer Villa ein Interieur haben. Und das ist natürlich sehr, sehr geil. Feiere ich immer persönlich sehr. Was ich auch krass finde, ist, dass auf dem Server die Polizei irgendwie sehr nicht präsent ist. Also man sieht sehr, sehr wenig Polizei. Weiß nicht, vielleicht haben die ein bisschen Personalmangel aktuell.
würde ich mal fast behaupten. Wie viele Streams hänge ich eigentlich jetzt schon hinterher? Ich habe bis jetzt nur die heutige Folge und die Folgen davor gesehen vom RP. Guck am besten mal auf meinem Zweitkanal, auf Es Kickt. Da ist alles hochgeladen. Alles Relevante ist da hochgeladen. Das sind, glaube ich, so 7 Folgen. Also 7-mal eine Stunde oder so. 7-mal eine Dreiviertelstunde, sowas in der Art. Oder 8-mal, weiß es nicht. Aber nicht alles davon ist relevant. Und da so ein bisschen durchs kriegst du eigentlich ganz gut raus, was wir so gemacht haben. Spielst du auf Privat oder RLO? Was meinst du? Wir spielen nicht auf Real Life Online. Warum kann ich jetzt hier nicht aufmachen? Gut. Kurz mal Auto geklaut. Hey, Snack, Snack. So, abgeschnallt. Am Motor machen wir noch aus. Vielleicht brauchen wir das Auto später noch. Gut. Dann gucken wir doch mal, wenn wir jetzt hier reingehen, ob da eine nice Villa drinnen sich versteckt oder nicht. Ah ja, okay, das ist einfach ein Stelzenhaus. Okay, schade. Weil, dann dauert es wohl noch. Aber ich habe gehört, wir bekommen ein Interieur. Dann ist es vielleicht nur Tequila Lala. Oh, ja, okay, Digga. Villa einfach, Garage einfach größer als das gesamte, Grundstück. Aber geil gemacht. Safe. Was? Hier, Balkon. Schön. Hey, das ist geil gemacht. Ich möchte gerne auf den kleinen Balkon da drüben. Mann, da kommen wir irgendwie hin. Oh Gott. Aua. Alles klar. Aviation. Ich schreibe dir auf jeden Fall wegen deiner Autogrammkarte und so weiter. Und dann geht die morgen. Ja, morgen weiß ich nicht. Morgen habe ich echt viel zu tun. Aber, doch morgen. Morgen müsste die noch rausgehen. Also morgen im Briefkasten, dann aber geht die safe erst Montag raus. Aber dann ist sie irgendwie so. Dienstag, Mittwoch irgendwann bei dir. Schönen Abend noch. Schön, dass du dabei warst, mein Lieber. Und Dankeschön für deinen Support. Nee, ich spiele nicht auf Real Life Online, nee. Das ganze Whitelisten da, das ist mir zu anstrengend, sag ich dir ganz ehrlich. Oh, Tequila Lala wollte ich noch kurz checken, ob da jetzt echt ein neues Interieur drin ist. Das wäre geil. Oh, steht einfach ein Auto rum. Perfekt. Ja, nice. Abgeschlossen. Das Standardinterieur. Schade. Hätte ich jetzt gefeiert. Wenn da jetzt irgendwie so, weil wir haben ja auf Discord, habe ich da ein, zwei Bilder gesehen. Das sah richtig krass aus. Aber nice, trotzdem, dass unsere ganzen Schlüssel jetzt funktionieren schon. Und wir hier wunderbar alles öffnen können. Können wir mal unser Auto erfolgreich jetzt mal suchen. Weil ohne Auto wird das Ganze sowieso ein bisschen schwierig. Ja, okay, den haben wir hier, den Body. Die Frage ist, wo haben wir den Lambo? Den habe ich auf jeden Fall eingelagert. Er ist nicht hier und er ist nicht am Würfelpark. Wisst ihr noch, wann wir das letzte Mal Lambo gefahren sind? Und wo wir den eingelagert haben? Ah, safe in der Villa, oder? Warte mal. Den haben wir doch. Den haben wir doch safe, bevor wir in die Fraktion rein sind, haben wir den doch da eingelagert an der Villa. Warte mal. Ich meine schon. Das ist schon eine geile Villa, sag ich euch ehrlich. So, jetzt gucken wir mal hier. Kein Fahrzeug in der Garage gefunden, das ist schlecht. Aber dann habe ich keine Ahnung. Ich habe alle Folgen von RP schon gesehen, auch die heutige schon. Und wollte fragen, wie viele Streams ich daher hänge. Ach so, du meinst sozusagen die Folgen, die jetzt auf Es Kickt kamen, von wann die sind sozusagen. Warte, kann ich dir gleich nachsagen? Was waren die, welche wurden heute gepostet? Ich habe das alles vor einer Woche oder so geschnitten. Deswegen muss selber mal gucken. Aber findet ihr die Videos auf Es Kickt cool, gut? Weil die sind natürlich mit wenig Aufwand gemacht, ist ja ganz klar. Also, busy geschnitten sind die, aber jetzt nicht groß, weil es einfach in keinem Verhältnis steht. Aber findet ihr es cool? So, warte mal, dieses hier hat uns absolut reich gemacht, ne? So. Dann kommt, ein Video ist noch, genau. Neue Fraktion für Tom. In zwei, also die nächste Folge, die kommt, ist Folge 10. Und Folge 10 ist auch die letzte, die ich vorproduziert, also die ich schon geschnitten habe. Nee, ich glaube, dann fehlt dir nur noch eine Folge auf Es Kickt, die noch nicht veröffentlicht ist. Ja, meine ich. Warte, muss mal gucken, wie lang die ging. This video is private. Ja, dann zeig's mir halt an. Also, hä? Warte. Oh, da habe ich noch den Lambo. Da können wir direkt mal gucken, wo ich den eingeparkt habe. Ah, wir haben den beim Motel. Wir haben die beim Yellow Jack Inn haben wir das eingeparkt. Stimmt. So, und die Folge geht bis zu dem Ding, wo ich tot bin, glaube ich, ne? Ja. Okay. Ja, also die nächste Folge, die kommt in zwei, also war, ist im Moment eingestellt in zwei Tagen. Aber das ändert sich nochmal, weil ich jetzt natürlich durch die Ankündigung von Rockstar Games mit dem Heist da ein bisschen was ändern will. Aber die nächste RP-Folge ist die vom letzten Mal sozusagen. Und die Folge, ja, das passt so, ja. Die Videos auf Es Kickt sind immer nice, freut mich. Ja, ich finde es auch geil, dass die Klicks da sind immer konstant so, machen die RP-Videos so 150, 200 Klicks, das freut mich eigentlich voll. Weil, klar, es ist einfach wenig, also die sind jetzt nicht besonders aufwendig geschnitten, das ist mir schon bewusst, aber dafür ist es ja auch der Zweitkanal. Ne? So ein Video wie die sind, würde ich halt nicht auf Julex hochladen, aber halt für auf dem Zweitkanal geht das schon klar. Hat der Navi? Oh ja, ein Traum. Hier ist es nämlich, haha. Haben wir angeschnallt? Jetzt. Dementsprechend, das ist natürlich alles weniger Aufwand. Aber wenn ihr sagt, ey, das reicht uns so, das ist nice, so mal einfach. Also ich meine, es gibt ja einige, die gucken gerne sich die Streams nochmal nach.
Und die sind ja echt wenig geschnitten auf, es kickt, aber halt immer so ein bisschen thematisch sortiert mit einem eigenen Titel. Und natürlich auch mit einem ein bisschen zusammengeschnitten. Da wird halt aus 2 Stunden werden halt 1 Stunde oder 1,5 Stunden ein bisschen zusammengeschnitten. Und ich glaube, wenn man sich generell einfach ein Stream, also wenn man sich generell, also es ist kein Videoersatz, es ist mehr so ein Streamersatz. Na, wenn man sich einen Stream nachgucken will, dann macht das da mehr Sinn, glaube ich. Ah, geht es noch? Ja. Oh, ja. Ich glaube, auf dem Server hier reicht es, um ehrlich zu sein. Die sind da nicht so streng, glaube ich, mit kaputten Autos. Ich glaube, bei so kaputten Reifen oder so ist schlimmer. Aber hier mit Dings, Stoßstange juckt, glaube ich, nicht. Und gleich kommt, you're banned from the server. Deswegen, auch wenn euch mal ein einzelnes Video bei es kickt, nicht. Aber ich war doch angeschnallt. Warum bin ich rausgeflogen? Ja, gut. Das war jetzt blöd. Ich weiß vor allem nicht, welche Taste ich drücken muss für Medics. Um Dispatch zu schicken. Perfekt, Leute. Alle mal. Seppio hat es schon vorgemacht. Sehr gut. Na gut, können wir uns wenigstens ein bisschen unterhalten, ist auch schön. Was hatte ich gerade gesagt? Es kickt ist einfach das große Goal aktuell, Watchtime zu generieren. Weil wir brauchen mehr Watchtime, damit wir dort die Monetarisierung aktivieren können. Weil natürlich ist es doch irgendwo Arbeit. Und mit den Es kickt Videos verdienen wir halt aktuell keinen Cent. Und dementsprechend, dafür brauchen wir noch ungefähr 1500 Stunden Watchtime. Im Moment haben wir die Hälfte ungefähr. Von 3000 oder 4000 brauchen wir. Und wir haben jetzt so knapp 1,8, glaube ich. Ich kann euch die Statistiken nochmal zeigen. Ist vielleicht sogar, findet der eine oder andere vielleicht sogar interessant. Wenn man ein bisschen Medic da ist, können wir das eigentlich echt machen. Ich weiß es nämlich gar nicht. Es kickt. Brauchen auf jeden Fall 4000 Stunden. Oder 3000 erstmal. Dann gehen, glaube ich, so gehen die Kanalmitgliedschaften oder sowas würde dann gehen. Aber das ist ja irrelevant, weil das macht sowieso keiner auf dem Zweitkanal. Würde ich behaupten. Ja, seht ihr? Also wir brauchen 500 Abos. Das haben wir easy. 3 Videos haben wir auch. Aber hier diese 3 Stunden oder besser noch hier unten 4 Stunden Wiedergabezeit, Junge. Wir haben nicht mal die Hälfte und ich lade alle 2 Tage ein Video hoch. Deswegen, wenn ihr jetzt so gucken, so ein normales Video, was jetzt hier, keine Ahnung, 100, ja, nehmen wir hier so 140 Aufrufe hat, was so für es kickt normal ist. Das hat so ein Video 18 Stunden. Schon mau, ne? Und wenn man auf 4000 kommen will. Vor allem, wenn ich jetzt hier so mir angucke, das Beste, das war hier dieses mit dem Hellfire, das hat natürlich reingeknallt. Das hat alleine 490. Junge, war nice. Mein Lieblings-GTA-Online-Modus aktuell. Die von Rockstar erstellt oder die eigenen? Unsere eigenen GTA-Online-Modis oder meinst du die Rockstar Games erstellt hat? Das ist ja nochmal ein wichtiges Detail, eine wichtige Unterscheidung. Junge, das heutige YouTube-Video ist aber auch echt scheiße angekommen, gell? Muss man schon ehrlicherweise sagen. Alex, das geht mal besser. Irgendeine Dispatch-Nachricht kam gerade, aber ich weiß nicht welche. Aber ich glaube, unser Dispatch wurde angenommen. Die eigenen. Prep Games finde ich schon immer sehr geil. Ist aber schade, dass halt nicht so viele mitmachen können. Ich finde aber auch unseren neuen sehr, sehr nice, muss ich sagen. Und ich freue mich auch schon voll, das Video zu schneiden davon. Und auch die Short, also morgen ist wieder Vorproduziertag. Beziehungsweise die, ja, wahrscheinlich mache ich heute Abend sogar noch die Streams. Morgen mache ich dann ein Video über den Trailer von heute und Shorts. Morgen ist ein großer Short-Produziertag. Da muss ich mal so 10 Shorts machen oder so vorproduzieren. Philipp war so lieb und hat schon vieles aufgenommen. Oh ja. Bin wieder back, bin jetzt auch wieder regelmäßig dabei. Alter, nice, Alex. Du kommst im besten Moment, weil gerade sind wir tot im RP. Was bedeutet, dass wir ein bisschen entspannt zusammen reden können. Neue Dispatch-Nachricht. Ja, das ist ja lieb, aber das bringt mir nichts. Du kommst in 41 Sekunden wieder zu dir. Ja, perfekt, Alter. Dann brauchen die Medics halt auch nicht kommen. Hier. Bisschen schade, wenn das mit den Medics nicht funktioniert. Weil so ein bisschen das App. Wir können auch ein Video schneiden zusammen, wenn ihr Bock habt. Ah, jetzt kommen die Medics, glaube ich. Weil aus dem heutigen Stream kann ich ja mal mindestens 4 Videos fürs Kick rausziehen. Motor ausschaut, das Fahrzeug steigen. Nee, das Fahrzeug. Ach so, das ist die Polizei. Junge, es geht hier unten ab. Welche Dispatch-Nachricht, Bro? Dispatch offen. Ah, das ist nice, dass ich auch wieder online ist, okay. Junge, da unten ist richtig Action gerade. Junge, hat die Polizei einfach einen Bugatti? Hat die Polizei einen Bugatti? Nee, einen Lambo. BTF. Ich glaube, jetzt darf ich einfach ganz normal weiterspielen. Und von den Rockstar Games erstellten Modis. Ja, okay, das Auto ist Schrott, glaube ich. Nee, doch nicht, hä? Geht der jetzt noch oder nicht? Der funktioniert noch. Ja, okay, nee, der ist Schrott. Nevermind. Wir holen einen Abschlepper. Hier steht ein Auto mitten auf der Straße. Vielleicht können sie das abschleppen. Hä, wo habe ich denn eine Dispatch-Nachricht? Naja, so, holen wir uns ja so ein Taxi und dann kommen wir hier auch weg. Hier haben wir wenigstens Empfang, hoffe ich. Oder brauche ich noch eine SIM-Karte jetzt? Nee, ne? Taxi, 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 Taxi. Wo bist du? Da. Von den Rockstar Games erstellten Gegner muss es... also ich fand jetzt den neuen King of the Hill sehr, sehr geil. Aber das war ja kein von Rockstar erstellter. Der war von Rockstar Games nur verifiziert. Trotzdem fand ich sehr geil. Welchen fand ich noch gut? Oder welchen finde ich noch gut? Schlitzer finde ich sehr, sehr geil. Ey, cool, Lichterkette aus. Cool, Lichterkette an. Cool, Lichterkette an. Schlitzer finde ich sehr, sehr geil.
Muss überlegen. Außer Donnerstag die 10 Uhr Streams, da kickt Schule rein. Ja, Alex, alles gut. Das ist ja klar, dass man da nicht so kann. Das ist ja völlig normal. Wundert mich eh, um ehrlich zu sein, immer wie viele Leute dann doch da sind. Hallo? Guten Tag. Eine Mitnahme. Ich warte gerade auf ein Taxi. Aber wenn Sie mich mitnehmen, wäre das natürlich ein Traum. Würde ich machen. Aber ich habe ein bisschen Angst, weil Sie eine Maske tragen. Ich weiß gar nicht, wer Sie sind und ich darf nicht bei Fremden einsteigen. Ich kann die Maske auch gerne absetzen, einen Moment. Ja, der wäre mir wohler dabei, muss ich gestehen. Mein Name ist Ben. Aha, guten Tag. Blinders früher. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Tom. Wunderbar. So, dann steigen Sie ein. Nee. Ich muss zum Yellow Jack Inn, zur Konkurrenz. Oh. Ja, das fahren Sie zufällig gerade nach Norden? Eigentlich nicht, aber wir machen mal eine Ausnahme hier. Ob Sie markiert haben, oder? Ja, bitte. Oh, Sie sind aber ganz verrückt, da Sie fahren ja gegen die A. Oh Gott! Alles gut. Sie sind aber ein Mutiger. Naja, passiert schon nichts. Oh. Wenn der Polizeikontrolle geraten wäre, ist ganz schlecht. Ich habe nämlich keinen Führerschein. Och, ich auch nicht. Da sind wir schon zwei. Ja, das ist unangenehm. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Das ist immer noch billiger, als einen Führerschein zu machen. Genau. Gleich mit dem Waffenschein, das ist richtig dumm. Ein Waffenschein kostet ja irgendwie 600.000 oder so, ne? Ja, 800. 800.000 und was ist die Strafe? Ich glaube 60 oder so. Warum soll ich einen Waffenschein machen? Ich weiß gar nicht, ob ein Kollege, ob der wollte sich jetzt bei euch bewerben, nachdem Piki jetzt geschlossen wurde. Und was mit dir? Ich bin gerade erstmal als TV mit den alten Pikis unterwegs. Ja. Ui, hier geht's ja ab. Ich weiß nur, wir haben eben mit irgendjemandem Stress, aber ich habe keine Ahnung mit wem. Bin so ein bisschen lost. Perfekt. Dankeschön. Moin. Mondine. Hi, ich habe nur mein Auto letztes Mal bei euch abgestellt. Hast du auch dein Parkzettel bezahlt? Nee. Was wurde abgestellt? Okay, dann musst du einmal sagen. Oh nein, das kann ich doch nicht machen. Was ist bei ihm los? Bruder, was? Geht's dir gut? Was hast du hier vergessen, dein Auto? Ja, ja. Kein Problem. Geh zu Ursula, werf dir $5 in die Tasche und hol das Auto raus. Mach ich. Dankeschön. Bitte. Das ist aber wie die Toilettenfrau. Hat aber nicht gesaugt. So, du musst halt aufpassen. Manchmal. Bitte? Sorry, bitte? Ich schläft manchmal in den Autos, ja. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, dann ist alles gut. Warte mal, wo ist denn der in der Garage? War das nicht hier? Ah ja, hier. Auspacken. Oh ja, da ist er doch. Ein Traum. Was machst du auf meinem Auto? Geh da runter, Mensch! Hallo! Letzte Warnung. Sonst fahr ich los. Sicher? Oh, das ist voll der Stunt. Okay, ich fahr vorsichtig. Achtung. Oh nein! Geht's dir gut? Ist alles okay? Geht's dir gut? Ja, danke, Mann. Was, Typ? So, jetzt haben wir wenigstens unser Auto wieder. Besser ist das. Besser ist es. So, Mio, was geht, ne? Wir müssen eigentlich jetzt mal rausfinden, was mit unseren Leuten ist. Kann nicht sein, dass unsere ganzen Leute da irgendwie in der Schießerei verwickelt sind und wir denen einfach so gar nicht helfen können. Ja, voll schlechte Gewissen. Was geht denn hier ab? Ein Totenkopf. Achso, wir können die höchstens von eben nochmal fragen. Warte mal, wir machen mal Folgendes. Wir haben ja hier noch diverse Apps, wo wir uns eigentlich auch nochmal registrieren müssen, ne? Wir haben noch TikTok, wir haben Instagram, wir haben Tinder, wir haben... Okay. Und Tetris. Direkt Tetris haben. Oh, gibt's doch nicht. Perfekt. Dann gucken wir mal, wie es bei denen läuft. Was ist passiert, Leute? Kurz auf Mission wieder. Ach, die sind oben, ja. Ja, da ist doch. Der meinte, da sind noch welche oben, aber ich denke mal, dass der allein. Braucht ihr Unterstützung? Ich schrei doch extra. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Alles gut, du kannst gerne dazu unterstützen. Wohin denn? Wohin denn? Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich war bei einer. Bin auf dem Weg zum Anwesen. Oh je. Yeah. Wenn die da irgendeine Schießerei haben und sich alle nicht erinnern können, heißt es, wir haben auf die Fresse gekriegt. Kann noch sein, dass vielleicht nochmal doch war. Ja, irgendwie ein bisschen Angst. Wenn wir jetzt auf die Fresse gekriegt haben, heißt es ja, dass wir schlecht sind. Ich will nicht schlecht sein. Ich will nicht zum Schlechten gehören. Was soll denn das? Mimun, yes. Wir haben die ganze Zeit GTA Online gezockt und jetzt geht's nochmal eine Runde in GTA RP. Junge, ist ja schnell. Also schneller als Lamborghini Urus ist, Junge. Also ist Taurus, kein Lamborghini Urus, muss man ja dazu sagen. Hier gibt's ja beides. Ich beim Krankenhaus abholen. Ich war gerade auf dem Weg in der Stadt. Na, ich komm. Bin auf dem Weg. Rito Bay Tankstelle, WTF. Wir kommen doch gerade aus dem Norden, Mensch. Hätten sie immer ein bisschen früher sagen können. Verrückt. Verrückt. Das ist schon geil. Ich habe heute, was war denn das? War das ein TikTok? Ein TikTok Real YouTube. Ne, YouTube-Video war das, glaube ich sogar. Von irgendeinem gesehen, der hat 7 Konzeptautos für GTA 6 vorgestellt. Und Junge, die Autos waren alle so geil. Wenn die wirklich ins Spiel kommen, das wäre so ein Träumchen. Oh Gott. Ups. Ja, Blinker funktioniert noch, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ja, ich. Oh Gott.
Ja, ich habe auch schon gesehen, ich blinke, aber ich weiß nicht, wie ich den auskriege, welche Taste das ist. Weil früher war, also sonst war es immer Pfeiltasten. Check. Check. Aber ist es hier irgendwie nicht? Ich weiß nicht, welche Taste der Blinker ist. Uff, ja. Ich frage die gleich persönlich, sonst halten die mich für blöd. Ich will den Funk möglichst frei halten. Vor allem, wenn die jetzt irgendwie Stress hatten mit Schießen und so. Da haben die anderes zu tun als eine Frage, wie ich einen Blinker ausmache. Ah, ich bin froh, dass sie uns damals das Auto gegeben haben. Wenn wir jetzt mit dem Bogey, oder wie das Ding heißt, hier hochgefahren wären, Junge, wären wir in 3 Jahren nicht da. Ah, ich bin jetzt Palito Bay. 6 Leute. Okay, wir sind bei der 101. Okay. 100 Likes geknackt. Hier haben die doch gesagt, LKW-Tankstelle. Halt an der Kamera. Was habt ihr denn angestellt? Oh, ihr seht schick aus. Hallo? Hi. Was habt denn ihr angestellt? Ich weiß nicht. Ich meine, verlaufen hier im Norden und so. Das, ihr seid doch gar nicht so die Rambos da. Was dachte ich. Ja, ihr seid doch eher so Stadtleute. Ja. Nicht so Hinterwäldler wie ich. Oh Gott. Soll ich dich ins Krankenhaus bringen oder euch? Nee, ich glaube, da kommen wir gerade her. Und ich hab, dass die besten Ärzte hier waren. Ja, wollt ihr nochmal ins Stadtkrankenhaus? Vielleicht sind die besser. Das finde ich gut. Das ist eine richtig gute Idee. Ja, dann steigt mal ein, du. Aber setz dich vielleicht hinten hin, dann kannst du dich ein bisschen hinlegen oder so. Thomas, bei dir alles gut? Ja, weißt du, irgendwie kriege ich den Blinker hier nicht aus. Irgendwie der hängt ein bisschen. Ja. Hast du schon mal die erste Taste versucht? Ja. Neben dem Numpad? Neben dem Numpad-Muskel? Ja. Nee. Ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du die Pfeilmuskeln? Nee. Ach, ah! Okay. Du hast den Schalter gefunden. Ja, ja, ist das Magda. Nee, das ist Kiki. Schaffst du es, das noch ins GPS einzugeben? Wohin wollen wir denn? Zum MD. Ja, ich fahre euch mal zu einem richtigen Arzt. Irgendwie vertraue ich hier den Hinterwäldlerärzten nicht so. Und ihr müsst doch fit sein. Was habt ihr denn fabriziert, Mensch? Ihr habt mir vorhin nur im Funk erzählt, von wegen, ihr hättet irgendeine Schießerei und ich soll wegbleiben, weil ihr auf die Fresse kriegt. Das ist mein letzter Stand. Ja, ich weiß nichts mehr, tut mir leid. Ja, alles gut. Ja, ich fahr so schnell ich kann. Also so schnell das Auto kann. Siehst du, euer Investment in mich hat sich schon wieder bezahlt gemacht, dass ihr mir das Auto gegeben habt. Sonst wäre ich jetzt nicht so schnell im Krankenhaus. Oh, ja, siehst du? Ihr wart schlau und habt langfristig gedacht. Na klar, ich habe überlegt, ob ich mir noch pinke Felgen holen soll. Ja, bin ich voll. 6 Kilometer einfach. Einmal kommt wirklich die komplette Map, ne? Eieiei. Aber gut, dann bekommen wir von den anderen bestimmt gleich noch erzählt, was abgeht. Und irgendeinen Racheplan und da gibt's richtig Action. Wer ist eigentlich noch alles da? Der Chat ist so ruhig. Immer wenn wir RP spielen, ist der Chat so ruhig. Wer ist denn noch da? Ich frag mal so rum. Gib mal Lebenszeichen von euch. Mio und Sepio, Ehre. Ramona, ey, Ramona, ich wusste gar nicht, dass du da bist. Nice, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Hast du eine gute Woche? Ich glaube, Ravens gestimmt, oder? Wer ist das denn? Wir hatten so einen komischen Namen. Ja, ich bin von mir, gerade jemanden, da hat irgendwas geschrieben. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum oder was passiert ist jetzt, aber ich weiß nur noch, dass wir bedroht worden sind und dass dann unten Fahrzeuge von denen waren, angegriffen worden. Warum, weiß ich nicht. Oh, es war alles gut, ich fahre so schnell, wie ich kann. Alles gut, alles gut. Ja. Das Gilbert, das reicht mir aus. Ach was? Ja doch. Für die Bodenwelle kann ich nichts. Meine Freunde, ich habe hier schwer Verletzte. Füll die uns bitte. Vorfahren, da ist der Pfosten davor. Oh, du kommst gar nicht raus, oh verdammt. Ja. Das ist meine Frau. Ich park den mal schnell hier. Oh, guck mal, das ist echter Urus. Jetzt packen wir den Fake-Urus hier. Den Tauros, den Fake-Urus neben den echten. Bisschen peinlich. In echt ist das irgendwie einfacher mit dem Einpacken. Oh je. Kurze Frage: Kostet es was, wenn man sein Twitch-Konto verifiziert? Weil da steht, es könnte in Gebühren anfallen. Ach so, nee, das ist nur wegen Handy, oder? Also, was meinst du mit verifizieren? Du meinst E-Mail bestätigen sozusagen? Ist das hier Milan oder Mali? Nee, das ist ja nur, weil du theoretisch, wenn du keinen Handyvertrag hast oder so, aber eigentlich, also ich glaube, das meinst du.
Ist auch schön, dass sie einfach hier auf dem, einfach auf dem Tisch, einfach auf der Straße behandeln, gell? Das nicht nur wegen der Laktose. Würde ich dann einmal hier. Danke. 150 Milligramm, wie heißt es nochmal? Schmerztabletten geben? Du, wie jung ist der denn bitte? Ist das Opiate? Das ist kein Opiate. Hier, okay. Aber etwas Wasser. Opiate sind, Digga. Oh Gott, der. 113 Hotz, kommen Sie. Ich bin gleich verfügbar. So. Wer war das 01? Okay. Von Degen Abstand. Simon, war das 01? Abstand! Würde ich bitte nicht so schreien, mein Schädelbüro. Hallo, war das 01? Ja, ah, da ist er. Warum hat er einen Taser in der Hand? Taser, was ist das hier? Tom, wo hast du uns hingebracht? Ich dachte, du bringst uns zu richtigen Ärzten, Tom. Hä, hab ich doch! Ja, bring Taser raus. Ey, das ist Reanimation, glaube ich. Was ich gesagt habe, ich bin und dann tasern sie? Und dann tasern sie Leute direkt? Ich glaube, das ist so eine neuartige Behandlungsmethode. Ja. Aber ich finde es eh witzig, dass ihr hier draußen behandelt werdet. Gibt es hier nicht irgendwie was Privateres? Irgendwie in den Behandlungsraum oder sowas? Es gibt was Privates. Naja. Oh, was? Sie hatte Schmerzen, also so schnell wie es geht. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, auf die 5 Meter wäre es jetzt auch nicht mehr angekommen. Wann können Sie? Johann, ihr habt doch bestimmt eine Rollschule oder sowas. Oh, ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl bei dem. Ich auch. Vor allem, der meinte doch, es ist kein Opiat, es ist nur ein Schmerzmittel. 701 kommt gleich wie ein. Wie Angst. Opiate, es gibt da einige Schmerzmittel. Hallo. Kannst du uns weiterhelfen? Wir sind privater Patienten, wir hätten gerne einen guten Arzt. Ja, schon richtig, das ist ein guter Arzt. Wie kann ich denn helfen? Wo ist ich brauche einen guten Arzt, da bin ich falsch. Wir wurden beschossen, glaube ich. Ja, auch. So. Beschossen. Ne, es waren ja 12, ist jetzt schwierig, ja, Mann. Was ist denn hier Phase? Also die Dame hat mir erzählt, dass sie Bauchschmerzen hatte. Hat? Ich habe sie erstmal einen. Verdauungsmittel gegeben, aka Wasser. Was heißt aka? Beziehungsweise. Keine Ahnung, ich sag das immer so. Ja? Da krieg ich jetzt langsam auch Schmerzen. Ja, keine Ahnung. Egal, das vergessen wir jetzt. Was heißt aka? Dann hab ich sie einmal noch beziehungsweise. Ich sag das immer so. Ja, 250 Milligramm. Und das hier auf dem dreckigen Boden. Also ich weiß nicht auch. Nee, no name, alles gut. Alles gut, kannst du machen. Ja, aber da war ja auch keine Wunde. Keine Wunde. Jetzt habe ich starke Schmerzen. Aber die sind eher so emotional. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. 5 Gehirnzellen. Ja, also ich kann euch gerne nochmal mit reinnehmen und dann gucken wir uns das an. Ja. Sie haben auch ein Kleid davor. Ich mache ja, Best! Ich auch nicht. Oh Gott! Ich bin Arzt, ziehen Sie sich aus! Ich nicht. Der Professor steckt. Das muss ich mir merken. Ich bin Arzt, ziehen Sie sich aus. Oh. Wenn das klappt, dann Respekt. Oh, ich hol mir ein paar Müsli-Riegel, bis später. Oh, yummy, 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 yummy. Ah, gibt's irgendein Emote mit so einem Müsli-Riegel jetzt? So, es gibt doch so ein Emote mit Müsli-Riegel. Das tut so weh, ja, Mann. Wo sind denn die hin? Scheiße, jetzt haben wir sie verloren. Oh, hier ist die Toilette, schau mal. Oh, stand hier auch draußen dran. Upsi. Ich hab mich verlaufen. Wir haben uns verlaufen, Kinder. Also hier kommen wir durch. Und dann ist alles abgeschlossen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Oh, hier ist eine Apotheke. Vielleicht können wir uns da mal ein paar Pflaster holen. Ne, die hat zu. Perfekt. Ey, ich komme jetzt hier nicht mal raus. Ernsthaft? Hä? Also, sind wir hier gerade hier durch? Nee. Hä? Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Lässt mich jemand raus? Ich bin hier eingesperrt. Hilfe! Hilfe! Ich bin eingesperrt. Ich muss raus. Ah, moin. Hallo? Hallo? Sind Sie stumm? Ach. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Ich suche eigentlich meine Chefs. Das ist eine Dame und ein Herr, die wurden gerade eingeliefert. Aber ich habe die verloren, als ich die Snacks gesehen habe. Und dann bin ich nicht mehr rausgekommen. Weder rein noch raus. Ganz gucken wir mal, vielleicht sind sie hinten. Ihr seid, euer Krankenhaus ist echt sicherer als ein Hochsicherheitsgefängnis. Ja, hier kommt keiner mehr raus. Einmal drin, für immer drin. Ja, jetzt bringe ich sie auch die hinterste Kamera und schließe ab. Da sind sie doch. Haben sie zufällig noch ein Pflaster oder so, was ich ihnen abkaufen kaufen könnte? Gerade behandelt. Ja, das sind meine Kollegen. Das sind meine Kollegen. Ja, genau, dann... Haben Sie zufällig... Setzen Sie sich dahin und warten am besten. Ach so. Da drinnen wird operiert anscheinend gerade. Oh, okay. Das ist aber auch schön. Eben haben wir noch eine Behandlung auf der Tür, von der Tür draußen bekommen, einfach auf dem Boden. Und jetzt werden sie operiert. Perfekt. Ja, da wurde wahrscheinlich festgestellt, dass es innere Blutungen oder sonstige Probleme gibt. Und die werden jetzt... Ja, da scheint dann was Ernsteres zu sein. Das ist auch die 01 tatsächlich, die da drin am Arbeiten ist. Ja, ja, die Profis. Aber Ihr Kollege ist ja auch da. Ja, ja, das ist mein Chef. Ach so. Okay, ich frage mal, ob Sie auch dazu kommen können. Ja, aber haben Sie vorher vielleicht noch ein Pflaster für mich oder so? Kann ich die abkaufen? Verkaufen Sie die? Oder? Nee, verkaufen... Nee, mache ich nicht. Aber ich kann gerne mal gucken hier unten am Knie. Oh, doch nicht hier. So, ich mache das überall.
Oh, sie sind immer irgendwelchen Scherz, gell? Keks. Wir können ja auch irgendwo anders hingehen. Oh, ist das ein Date? Oh, da wird mir ja ganz heiß. Ich bin Arzt. Zieh sie sich aus, ich bin Arzt. Lass mich Arzt, ich bin durch. So, darf ich mal ihre Brust sehen? Natürlich rein medizinisch. Ja, natürlich. Ja, sieht gut aus. Oh, danke, ich trainiere viel. Ich mache viel Sport. Das habe ich eben gesehen, als ich hier geguckt. Was? Ja, ich mache viel Sport. Schach. Ja. Und Dart. Spielen. Ja, ja. Ja. Reiten. Das eher weniger. Oh Gott. Hier ist ganz schön rutschig hier. Ja, ja. Das sind die Bananenschalen. Die räumt keiner weg. Wir haben hier keine Putzfrauen. Uff. Ich kann Ihnen da was empfehlen. Ich kenne da so eine Dame, die heißt Magda. Magda? Magda. Ja, ja. Magda. Wie Magdalena, nur Kurzform. Ah, okay. Ja, ja. Die ist die Frau für alles. Ach, die putzt auch? Die putzt auch. Die macht alles. Ah, okay. Die macht sauber. Ja. Magda macht das schon, ist ihr Motto. Ah, okay. Aber mein Motto ist, ich bin Don Paolo. Super, ich kann auch einen Zaubertrick. Zeigen Sie mal. Jetzt habe ich es vergessen. Wie mache ich schon mal den Flickflack? Oh, nein. Aber ich möchte das jetzt sehen. Ja, was mache ich jetzt? Oh, das war nicht mit Absicht. Oh, was war das? Der war ganz wie heißt aber der Flickflack im Auto? Wie heißt denn das nochmal? Nee, wie heißt denn das nochmal? Wie heißt denn? Sie sich ruhig die Zeit, die Sie brauchen. Wie heißt denn das nochmal? Das haben wir doch so oft gemacht schon. Alles okay bei Ihnen? Das ist ein krasser Zaubertrick. Ich muss mich kurz aufwärmen. Ach, ja, klar. Wie heißt denn das nochmal? Freunde, ich brauche Hilfe. Ja. Fertig? Nee, scheiße, wie heißt das nochmal? Ich glaube Flip oder so. Oh ja, und let's go! Haha! Alter! Hast du das schon mal gesehen? Also, so elegant noch nicht. Ja, ich war mal im Zirkus. Im Zirkus? Ja, meine Mama und ich. Und dann sind wir pleite gegangen. Oh. Ich hatte noch einen Zaubertrick. Bitte? Ich hab deine Nase! Nein, der hat meine Nase. Hey, das ist fies. Und den Müll. Veräppelt, ich geb's dir zurück. Hier! Yeah. Danke. Ach, wieder gut zu funktionieren. Ja, Gott. Ich Organ. Kann man hier was kaufen? Oh je, was ist, habt ihr da eigentlich für einen komischen Auszubildenden? Oder ich fürchte, der ist sogar schon Sanitäter oder so. Der meinte vorhin, ja, er gibt uns ein Schmerzmittel, aber es wäre kein Opiat. Dann wollte er uns erklären, dass AKA bedeutet beziehungsweise. Und dann hat er auf der offenen Straße meine Chefin gefragt, ob sie sich mal ausziehen könnte. Oh. Ja, ein bisschen schwierig, ne? Ja. Was war denn das für ein Vogel? Dann hat die Eins hat direkt gesagt, so, reicht jetzt. Wir gehen jetzt mal rein. Okay, dann werden da mit Sicherheit noch Gespräche geführt. Ja, ist okay. Nee, so ist doch am bequemsten. Beo, was geht beim Messer? Ja, doch. Ja, das ist ja verrückt. Ja. Ich würde sie jetzt mal zu den... Ja. ...in den OP-Saal bringen, oder? Ja. Ihr Kollege sitzt da ja auch, ihr Chef. Ja, Justin, du kannst gerne auf den Dings kommen. Auf den Server. Aber muss halt auch erstmal einreisen und alles machen, gell? Also dauert schon so eine Stunde oder so, bis du dann wirklich spielen kannst. Oha, Gangsters! Dankeschön fürs Anwärter werden auf YouTube. Ehre! Was geht, Mann? Ja, ich möchte mich zurück, wann du den Tropf bekommen hast. Gebe ich das doch scheinbar so. Einmal davon. Fangt mal an, also maximal dreimal am Tag, fangt mal an mit 25 Tropfen pro Einheit. Könnt ihr steigern bis zu 50 Tropfen, das ist dann aber auch wirklich Maximum. Alter, Gangsters, vielen, vielen Dank für deinen Support, mein Bester. Herzlich willkommen an alle Leute, die eine Mitgliedschaft auf YouTube haben. Kuss. Und dann solltet das auch in den nächsten Tagen abklingen, immer schön auftragen, bisschen reinigen, bisschen Wund säubern und dann sollte das klappen. Falls doch irgendwelche Fiebererscheinungen kommen sollten, dann auf jeden Fall nochmal hier in Corona. Ein Dispatch machen. Okay, wenn ihr eins hört, dann würde ich euch einmal rauslassen. 10 Uhr. Ja, gute Besserung. War ja neu ansetzen. Ups. So, müssen wir alles noch machen. Um was meinst du, Thomas? Was meinst du mit dem Doktor? Feedback geben und Wahlen ansetzen müssen wir. Wir müssen noch keine Wahlen ansetzen, ist doch erst im Monat. Also Ende des Monats. Ja, also ja, schon ich mal vorbereiten. Ich hab Feedback gegeben. Ich hab geschrieben tippitopp super oder so. Okay. Das direkt gut. Als erster. Schön. Alle Apfel im sechsten, mein Lieber! Nein, schreib also, ich würde dir halt mal so in der Woche, in zwei Wochen darauf hinweisen. Ich bin für Thomas. Ich nicht, der macht schlechte Arbeit, der hat viel zu lange gebraucht für das Dokument. Das heißt eine Ansage. Also? Oder schön für deinen Sub im sechsten. Ich hole mir morgen auch GTA für PC. Ich will auch endlich RP spielen. Alter, nice, Mann! Und Gangsters macht sogar ein Upgrade auf VIP. Oha! Er ist Anwärter geworden, jetzt doch, ich nehme doch lieber die Vorteile und die geileren Vorteile und werde VIP. Nice, Mann! Das beste Verhältnis mit Vorteilen zu, sag ich mal, Preis-Leistungen sozusagen hast du aber mit Alien.
anwesend. Aber dann kriegst du dann noch eine Autogrammkarte, du kommst auf die Freundesliste, ja. Du bekommst Holy Energy zum Probieren gratis. Keine Ahnung, das scheint wohl in unseren Anwesen noch zu sein. Immer noch? Ja, da ganz halt. Okay, ich habe eine Pistole dabei. Ich kann euch beschützen. Naja. Was denn? Ich hoffe es. Was? Da ich eine Pistole habe oder da ich euch beschützen kann? Ja, beides. Ich bin Profi. Okay. Ich habe früher auch immer diese Kanonennummer gemacht im Zirkus. Da habe ich mich in die Kanone reingesetzt und dann habe ich mich durch die Gegend geschossen. Manchmal, das war aber nur an wilden Tagen, haben wir sogar Melonen rumgeschossen. Aber das macht gar nicht so viel Spaß, wie wenn man sich einfach auf eine Melone draufsetzt und die dann so zerquetscht wird. Kann ich mir vorstellen. Alter Gangsters, Junge, ist jetzt sogar Alien auf YouTube. Holy shit! Sie haben sehr viel erlebt im Zirkus. Einfach durch drei Stufen durchgegangen. Anwärter, VIP, Alien. Holy shit. Wenn du Bock hast, kannst du mir jetzt deine Adresse mal schicken auf Discord. Dann schicke ich dir morgen gibt's einen kleinen Brief. Mit gleich da sind. Holy und... Ich hoffe nicht, dass wir gleich empfangen werden von dem Empfangskomitee. Nee. Wir parken eine Straße weiter weg und dann laufen wir lieber hin. Seid ihr bewaffnet? Nein. Was ist? Perfekt. Ich habe eine Pistole mit ungefähr 10 Schuss oder so. Was habt ihr gesagt? Nice, Mann. Bekomme ich mal ein paar Herzen in den Chat. Für Gangsters. Wir sind überhaupt... Ihr bleibt jetzt hier, ich check die Lage und hole euch dann, okay? Okay. Ja, mach das. Einmal rüber über den Zaun. Oder nicht über den Zaun, sondern... Dann geh du schon mal vor. Sag, ob da irgendjemand ist, ja? Ja, ich muss nur meine schnelle Brille aufziehen erstmal. Wenn da irgendjemand ist, der dich packt, dann gib dich lieber, wenn es mehrere Leute sind. Nix gibt's, die kriegen jetzt auf die Fresse. Fragen. Das ist ja unser Grundstück, ne? Das heißt, ich muss denen ja nichts sagen vorher. Nee, musst du auch nicht. Ja. Besser wär's. Boah, jetzt müssen wir gucken. Wie duck ich mich? C. Hä? Das ist halt obvious, Digga. Warum sollte man das schreien? Oh, nicht los. Hä? Mit C duck ich mich doch. Hä? Bin ich blöd? Das war eine rhetorische Frage, Kinder. Hä? Ich krieg's halt irgendwie nicht geschissen. Wie viele leben von euch noch in unserem Anwesen? Ich. Kann auch 6 sein. Ja, wir sind nur noch zu viel, glaube ich. Ja, Helikopter. Ah, das ist ein Gangwar. Nee, ja, doch, mit Steuerung hast recht. Danke dir. Ich bin gerade auf dem Schlauch gestanden. Nach 5 Stunden Stream jetzt ist auch Kopf langsam durch. Check. So, Jungs, was läuft hier noch? Ich bin gerade am gucken, was auf dem Grundstück abgeht. Ja, bei unserem alten Anwesen. Dann gehe ich da hin und rüste mich neu aus. Thomas, was kannst du, was soll man am besten machen? Wir wissen nicht, ob wir noch welche Optionen. Ich kann dazu keine Zeit. Also ich bin jetzt einmal um die Hälfte vom Haus, bisher sieht's ruhig aus. Warte, welches ist das? Alter, das? Jungs, lass mich. Tom, hallo? Moin. Du, sag mal, bist du gerade mit dem Heli unterwegs? Nee, ich bin auf unserem alten Anwesen und check gerade, ob da irgendwelche Gegner sind. Hast du ein Heli? Nein, ich habe nicht mal was zu essen. Nee, das Ding ist, weil du läufst ja nicht. Unser Tor ist offen, ihr kommt da rein, gell? Ja, wir kommen rein. Ja, Tom kann kommen, theoretisch. Vielleicht können wir das alles machen, aber Thomas lag ja gar nicht. Tom, er lag ja gar nicht, der könnte rein theoretisch. Ey, Junge, versucht euch mal gar nicht zu bewegen. Gar nicht. Ich muss das. So. Hallo? Servus. Schon Waffen oder sowas? Ja. Ich nur eine Pistole. Okay. Upsi. Tom, pass auf, du kannst da auch noch hin eigentlich, aber das musst du selber wissen. Da musst du zum Anwesen bei der, ich weiß nicht, bei der 7007. Da kannst 7. du unten rein über einen Aufzug. 7. Da kannst du unten rein dann. Fahr am besten mit dem Motorrad dort drüben. Aber Heli ist jetzt nicht das Beste. Brotherhood ist hier. Ah, und dann? Ja, und dann kannst du dort den Leuten beistehen, wenn du möchtest. Sind ja noch Leute von uns, oder was? Ja, safe. Ich glaube, ja. Du kannst da hin und von außen ein bisschen chillen. Und ja, und was ist jetzt, was geht denn überhaupt ab? Ich habe doch gar keine Ahnung. Ihr habt gesagt, es ist ein Funk. Also bin ich raus und jetzt habe ich keine Ahnung, was eigentlich passiert. Ja, geh einfach dorthin. Ich glaube, die Leute können das erklären. Ich weiß auch nicht. Warte, ich erklär kurz. Habt ihr irgendwas, was schießt? Tom, ich erklär kurz. Ja? Also, wir haben jetzt Diskrepanzen mit den Sunsets. Die haben so orangene Hosen an, Hosen. Aha. Wir hatten die Forderung gestellt, dass sich einer von uns noch entschuldigen muss für eine Sache, die aber ziemlich albern ist. Aha. Wir haben das abgelehnt oder die Entschuldigung nicht getätigt und jetzt sind die bei uns ins Anwesen reingegangen. Herr, wo ist unser Anwesen jetzt? Unser anderes? Ich kenne nur das hier. 7007. Ach, das ist unseres, okay. Ja, genau. Und jetzt chillen die einfach auf unserem Grundstück. Sag mal, sind die blöd? Also die chillen, entweder chillt noch einer oben auf dem Dach, wie wir gerade gehört haben, und wir haben sehr, sehr viele von denen gefickt, 8 oder 9. Und warum rufen wir jetzt nicht einfach die Polizei an, wenn da noch welche sind? Naja, das können wir ja nicht. Wir können uns jetzt ja da nicht drin verwickeln. Wir sind ja selber da mit Maskierung und Waffen und allem. Das wissen ja die Dings nicht. Da sagen wir unseren Leuten, die sollen da rauskommen, dann rufen die Polizei, fertig. Ja, das Ding ist, dass laut Funk ist das ein bisschen schwer, da rauszukommen, wenn da unten noch ein paar Leute sind. Ja, wir sind da so ein bisschen eingegangen. Habt ihr mal eine richtige Waffe für mich? Eine richtige, was meinst du mit richtiger? Nee, genau, was ein bisschen mehr schießt als eine Pistole. Leider nicht, das ist da alles. Aktuell ist das alles ein bisschen schwierig. Ist es auf dem Anwesen irgendwo? Habe ich da Zugriff auf das Anwesen? Habt ihr den Schlüssel für mich? Ja, du bist. Weil mein Schlüssel von hier passt auch da. Der passt auch da. Ja.
Okay, und im Anwesen finde ich dort Waffen? Da findest du Waffen. Ich weiß nicht, ob das Langwaffen sind, aber du findest dort Waffen, so wie ich gehört habe, aber mehr kann man dir auch nicht sagen. So. Und jetzt soll ich also mit einer Pistole da rein? Gut, komm, geh. Das wäre nicht mehr so, das wäre nicht mal das Schlauste, was du machen kannst, sondern das Schlauste wäre, wenn du dir vielleicht einen Heli von, ich weiß, obwohl da muss ich einmal... Viel zu auffällig. Warte mal. Schon auf dem Dach. Ja, ich brauche einen Heli. Da geht gerade. Kann sein, dass ich was... Wir müssen uns erstmal ausruhen. Nein, wir müssen nach oben fahren, um an Waffen zu kommen. Nee, ist ruhig. Ja. Okay, Junge. Nach oben oder ich hab noch einen anderen Standort. Ich hab noch einen anderen Standort. Ja, nein. Moment, Moment. Warte! Martha, move. Warte, wir müssen zur Heli-Garage. Wir müssen zur Heli-Garage. Bei den LSC, da habe ich Waffen. Jungs, deren Heli ist abgestürzt. Der liegt da unten. Stimmt, das ist doch der. Jungs, ich sag doch, der ist abgestürzt. Nein, ohne Waffen da jetzt hinzudingsen macht irgendwie wenig Sinn. Gangsters für deinen 2-Euro-Sticker. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Der Helikopter, der da war. Wir machen das alles gleich chillt erst. Ah, da ist nur noch eine Pistole. Leute, der Mike ist gerade aufgewacht. Da ist nur eine Pistole. Leute, ich habe noch in meinen Helikopter Waffen. Free, sage ich mal jetzt, das einzige Problem, was noch sein könnte, ist, dass jemand auf der Garage ist. Dann würde ich sagen, weil Mike ist auch noch. Ja, aber Mike und Tom, wir haben noch zwei Waffen und einpacken. Die hier auch einfach dran teilnehmen können. Salin, was los hier? Tom, hey, Mike, geh jetzt zum Anwesen am besten. Mike und jetzt Tom, ohne Waffen. Gut, perfekt, let's go. Perfekt, nimm den Wagen zum Anwesen. Fahr in die Garage rein. Auf uns wird geschossen! Wo schießen die denn dort? Was soll die von mir? Schießen auf uns! Bisschen hektisch gerade alles. Habt ihr Waffen im Anwesen? Dann fahren wir jetzt hier rein. Ja, ich will nur Motor ausmachen. Ich weiß, ich kenne das Anwesen. Ich guck mal, was ich machen kann. Ja, Motor war noch nicht aus. Lass in die Garage schauen. Ich bin noch nie Motorrad gefahren. Wie geht das? Ich hab ein Heli da. Ich hab ein Heli oben. Wie geht das? Draufsetzen einfach? Motor anmachen, hier drücken? Genau, und los geht's ganz schnell. Oh Gott, ist das Automatik? Ah! Naturtalent, würde ich sagen. Ding, ey, auf meinem alten Charakter hieß ich ja Mike. Das ist so irritierend, wenn jetzt die ganze Zeit jemand Mike sagt. Digga! Sag mal! Was ist los bei dir? Was soll denn das? Warum fährst du mich einmal um? Ich fahr dich nicht um. Doch, du bist auf der anderen Seite gefahren. Was ist los bei dir, Alter? Mach die Hände hoch oder du bist tot. Was soll denn das? Hab ich doch schon. Was ist los bei dir? Ich bin deinen Weg gefahren. Ich kann nichts dafür, dass du in die Seite reinfährst. Oh, ich dreh mich wie ein Dönerspieß. Super, das lief super. Boah. Wo? Was wollt ihr von mir? Hey, sei mal ein bisschen freundlich. Oder? Aber ich bin noch auf der Straße hier. Scheiße. Was wollt ihr von mir? Halt die Schlüssel. Seid doch mal freundlich, was ist los bei dir? Ich hab nichts getan. Hörst du gleich. Wo? Wo ist der? Boah, ich will diesen Funk ausmachen, gell. Gleich mal meinen Funk ausmachen, das fuckt mich richtig ab. Gleich. Ihr fahrt echt wie so ein Rambo. Wie denn? Ihr habt mich gefesselt. Wir schneiden dich an. Ich schneide dich an. Besser ist es. Ich schneide dich an, Digga. Ich versteh nix. Zieh mir mal den Stöpsel aus dem Ohr, bitte. Ich versteh kein Wort, was ihr sagt. Hast du noch einen? Das sieht aber nice aus, das Anwesen. Wir haben es ja noch nie friedlich mal gesehen, soll er im Action rein. Wir wissen nicht mal, wer der Gegner ist. Ja, das ist so langsam. Ich dachte, ich hab mich schon gefickt. Fick dir. Ja gut, erstmal Geisel, Yippie. Ich bin in der Nähe. Boah, ich will aber diesen Funk ausmachen, gell, das ist ja so anstrengend. Sag dir, hier bei dem X, das ist wichtiger als ich. Hab ich meine Haut. Haut die Langwaffen irgendwo in der Konfliktzone, wenn ihr das nicht mehr bekommt. Das sind 6, 7 Mann, ich zähl 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann sind es wieder neue, Die waren nicht mehr, die waren selbst nicht mehr. Was soll ich machen? Kann mich einer. Bruder, sag mir dein Postleitzahl. Wo? Bei dem. Guck auf dein GPS, genau beim X. 5064. Ja, wir wissen, wo genau ist. Gerade durch die Forschung beim Bunker durch, habe ich auch gemacht damals. Gar keinen Bock gehabt zu warten. Ein Wagen düst an mir vorbei Richtung Anwesen wieder. Zweiter Wagen düst an mir vorbei Richtung Anwesen wieder. Bist du noch safe? Hat sich einer gesehen? Die sehen mich nicht, aber das ist sehr. Also die können mich sehen. Ich flieg hier einfach die Fahrzeug. Die fährt Richtung Anwesen. Richtung Garage. Anwesen. Wir sind vom Anwesen. Was ist hier? Hallo? Hallo? Keine Ahnung, mein Ohr fällt gleich ab. Ja, ich hab da noch einen Stöpsel drin. Würde ihr gerne rausziehen, aber geht nicht. Bin gefesselt. Ja, was sagen Sie? Keine Ahnung. Versteh nichts, ist zu laut. Nee. Doch. Lass mal. Wo ist der? Kann mir jemand mal erklären, was eigentlich abgeht hier?
sind wir die gleich. Leute, nein, nein. Wir haben eine. Ich singe euch jetzt mal ein Lied vor. Umpa, Lumpa, Dadidi, du. Okay, entspann dich. Die waren echt geisteskrank, Alter. Ich habe einen Account für über eine Milliarde auf für 14 Euro gekauft. Ui, dann frohes gebannt werden. Auto. Hast du schwer für dich? Ja, warte. Nein. Was? Hast du noch stehen lassen, Ding? Ich bin da nicht. Ja, ich bin mir halt unsicher, wie es denn aus, ob jetzt einfach Kollege mitmachen oder. Ja, was denn? Welche hast du? Keine Ahnung, Alter, ich bin seit gestern oder so da. Wie? Ja, ja, kann jemand wirklich checken, dass die... Ihr habt mich angeschnallt. Wir sind auch schon, wir sind erst hochgekommen und... Ich nach hinten. Nein! Ich geh jetzt, ich versuch auf... Ich hab euch doch nichts getan! Ich komm trotzdem nicht raus. Ja, schnall dich jetzt mal ab. Geh auf Seite. Nur wichtige Call. Sony, was hast du gesagt? Kollege, ich hab dich abgeschnallt, ne? Ja, ich komm trotzdem nicht raus. Ah. Ich bin das, ich bin das. Ich verarschen, ey. Nee, jetzt. Wagen dreht um, Wagen dreht um. Ich probier mal eben dann. Wo? Ja, kein Nika aus. Was machen wir? Ich hab keine Knarre, okay? Junge. Entschuldigung? Die kommen anwesend, altes Anwesen. Ja, das habt ihr nicht gesagt. Wo sollen wir den lassen? Kann ich nicht einfach gehen? Ich geh zum Burger-Shot, esse einen Burger und dann ist alles gut. Es macht keinen Sinn, dass wir da hinfahren. Was habt ihr denn für ein Problem mit mir? Ich hab auch gar nichts gemacht. Oh, könnt ihr mir ganz kurz den Stöpsel wieder aus dem Ohr ziehen? Das ist wirklich grauenhaft. Ich hab dich angeschaltet, okay? Ich schreibe mich an. Sollen die da hinfahren? Sollen die da hinfahren? Ich erklär dir das mal ein bisschen. Nee, ich verstehe aber nichts. Könnt ihr mich mal ganz kurz entfesseln, bitte? Ich möchte gern den Stöpsel selber rausziehen, sonst verstehe ich nichts. Ich werde die ganze Zeit angeschrien. Ich renne nicht weg. Versprochen. Weißt du? Ja, 5M ist kostenlos, kannst einfach runterladen. Was noch was? Was macht ihr denn? Ich hab auch eine Person, ich kann dir die geben. Ich hab auch noch eine. Schatz, die sind ja so planlos irgendwie. Mich erschreckt, wir werden es jetzt sehen. Junge, Alter, wenn das auf Border Worlds wäre, wären die schon dreimal gebannt. Einer fährt weg. Darf ich jetzt mal? Was ist? Ich will endlich diesen kacken Punkt aus meinem Ohr ziehen. Geht nicht jetzt. Hab ihn. Was machen wir mit dem? Ja, wir lassen ihn im Auto. Fahrt mich doch zum Burgerladen. Nein, machen wir nicht. Warum? So, Digga, du bleibst jetzt im Auto schon. Das ist aber langweilig. Du bleibst im Auto. Hey, so unfreundlich. Hoffentlich können die anderen... Darf ich jetzt einfach aussteigen und gehen? Die haben mich ja nicht festgekettet oder sowas. Die haben ja nur meine Hände gedingst. Ist das eigentlich... Naja, ich kann mich ja nicht abschneiden, ne? RP-mäßig. Ja, die haben mich ja angeschnallt. Wie soll ich nämlich abschnallen ohne? Also wenn wir jetzt hier 5 Minuten hocken, dann safe schnalle ich mich irgendwie ab. Aber wenn die jetzt direkt wiederkommen, das schaffe ich so schnell ja nicht. Also, ich denke schon realistisch, wenn du länger da bist, schaffst du es auch mit gefesselten Händen, dich abzuschnallen. Mit ein bisschen verrenken und so. Beim Alten. Oder? Was meint ihr? Wenn ich jetzt hier 3 Minuten, 4 Minuten drin hocke und keinen interessiert's und die mich nicht extra angekettet haben, dann kann ich mich doch safe befreien, oder? Leute, Funkcheck, was geht bei euch? Killen am Anwesen. Oder? Oder 5. Lebt ihr alle noch? Okay, wann meint ihr, darf ich? Thomas? Ich glaube, da sind ein paar gefeiert, oder? Die sind auf dem Anwesen bei uns, im Alten. So, ich glaube, jetzt ist realistisch, oder? Hey, ich hab doch die ganze Zeit. Ich kann aber gar nicht aussteigen, Lul. Also, selbst wenn ich will jetzt. Hä? Aua. Digga, das war so unnötig. Das ist so völlig unnötig. Das ist halt absolut Fail-RP, ne? Also in meinen Augen. Ich weiß nicht, was da jetzt vorgefallen ist. Aber einfach einen ins Auto zu hocken und im eigenen Auto abzuknallen, ist halt einfach Fail-RP. Sag ich euch, wie es ist? Also, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, wie streng die das handhaben. Warte mal, TeamSpeak ist abgeschmiert. Aber dann waren wir auch das erste Mal eine Geisel. Eine relevante Geisel. Oder deinen Stream geschaut und wusste, was du vorhast. Könnte auch sein, ja. Herr Berend, was geht mal besser? Alles klar bei dir. Taco-Sushi, wilder Name, Mann. Was isst du, was findest du besser? Tacos oder Sushi? Du musst dich entscheiden. Ich kann halt nicht mal einen Notarzt verständigen. Also ich fand es, oder? Also. Hier liegt auch noch meiner. Nee, ich war ja kein Blatt aus. 50. Nee, ich muss keinen neuen Charakter machen. Aber es ist halt einfach unrealistisch, dass die in ihrem eigenen Auto auf der offenen Straße einfach ohne irgendwas einfach einen erschießen. So, im Auto. Wo ist denn da das RP so? Weißt du, was ich meine? Also, Sushi? Okay. Also, ich finde, das ist halt einfach irgendwie... Die haben aber nur Pistolen und Dinge. Der ist tot. Ficken die halt so lange, bis sie... Du musst mit dem Auto, bitte. Können die Bar sich machen? Nimm die mal mit. 185 Schrott hat er eingesammelt. Oh, Wichser, ey. Junge. Aber von denen leben safe noch welche, pass auf. Ich will. Wieso steht da noch hier eine?
Nein, ich fange nicht wegen so einer Kacke-Suppe an. Soll, wenn Admin das gesehen hat, soll er das machen, aber ich fange jetzt nicht unnötig Stress an. Gar keinen Bock, da ewig im Support zu chillen, nur weil, keine Ahnung, dafür nehme ich das nicht ernst genug. Ja, ich glaube einfach, Astro ist einfach nicht so Hardcore-RP. Das ist einfach so ein bisschen mehr random irgendwie. So schätze ich es ein, was ich schade finde, weil der Server an sich, also aus der technischen Perspektive, extremst geil ist. Aber die Community ist halt ein bisschen random. Ich kann halt nicht mal Notarzt verständigen, weil ich gefesselt bin, gell? Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, Relife Online ist mir aber, ist das Dings mir, hab ich keinen Bock auf die Einreise. Außerdem brauche ich einen Server, wo ich streamen darf. Und RAP Online ist ja übel streng mit Streaming-Lizenzen. Und wie gesagt, ich finde auch die Community, also so die Server-Team ist übel nice bei Astro. Es sind nur so Leute wie die hier, die halt irgendwie. Einfach nur Passwort und Standort. Schwierig sind. Pitbull, was geht? Nehmen wir ab. Bisschen schwierig. Wie ich finde. Ja, fahr mal 70-50. Fahr mal 70-50, da müssen noch, da stehen noch welche von uns. Oder ich werde diese Sache hier jetzt echt viel. 71-72. Was denn? Hier. Ich runter. Garage ist keiner von euch, Evil. Ach, da. Runter, runter. Was passiert jetzt mit dem Charakter? Gar nichts. In 6 Minuten lebe ich wieder, aber ich kann mich halt an nichts erinnern. Die haben mich ja nicht geplattautet, die haben mich ja nur erschossen im Prinzip. Warte, dann bist du einfach nur bewusstlos sozusagen. Vergisst einfach das, was in letzter Zeit passiert ist. So. Fertig. Und die haben halt jetzt alles von mir gelootet, was halt ein bisschen kacke ist. Gut. Meinung zu Cisco. Zum Anschauen witzig, aber ich kann nachvollziehen, dass. Also, er macht halt Leuten einfach den Spaß kaputt, ne? Dafür, dass es andere sich wieder drüber lustig machen können. Ob das jetzt, wenn sich 100.000 das Video angucken und es lustig finden, aber halt 50 auf dem Server dadurch irgendwie sich verarscht fühlen, weiß ich nicht, ob sich das rechtfertigt. Seine Videos sind übel witzig, keine Frage. Aber ich sehe es halt auch so ein bisschen aus der Server-Owner-Perspektive und da ist es. Ich glaube, der war auch mal bei uns auf dem Server, den haben wir direkt weggebannt. Weil, keine Ahnung, muss einfach nicht so, weißt du, was ich meine? Ja, warum haben die mich jetzt mitgenommen? Das ist absolut unnötig. Ich habe schon GTA 6, ja, hier. Fritzchen, hier ist es. So sieht's aus. Aber darf's noch nicht spielen. Xayan hatte ich noch nie groß zu tun. Deswegen schwierig zu sagen. Taco oder Sushi? Boah, schwierig, mein Lieber. Schwierig. Beides geil. Magst du Arabics? Ja, Arabics ist korrekt. Safe. Bassi Seed, was geht mal besser? Alles klar. Das ist nice. Die kenne ich auch privat, so, das ist nice. So, wir warten jetzt noch, bis wir wieder leben. 4 Minuten. Und dann gehen wir auch schlafen. Also, beziehungsweise ich mache noch ein, zwei Videos fertig. Aber dann prinzipiell so tendenziell mal Richtung Bett. Puh, glaube, dann hätte ich's lieber noch nicht, als es anschauen zu müssen oder aber nicht spielen dürfen. Was? AC, was meinst du, mein Lieber? Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Nee, das, wenn er es im Stream sieht, darf er natürlich das nicht verwenden. Das nennt man dann Meta. Das darfst du nicht. Du darfst nichts verwenden, was du nicht im Spiel mitbekommen hast. Also RP ist besonders am Anfang, muss man sich da schon ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Also es ist jetzt nicht so easy. Allein das ganze Vokabular, also zum Beispiel Server-Neustart ist eine Sonnenwende oder Discord heißt halt nicht Discord, sondern D-Funk, beziehungsweise hier auf dem Server E-Mail-Verteiler. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und so weiter. Also da gibt es so ein paar Sachen, die muss man einfach lernen mit der Zeit. Aber da gibt es safe auch Videos auf YouTube, die da so einen wichtigsten Überblick geben. Oder Tasten sind halt Muskel. Also sagst dann hier F-Muskel als F-Taste sozusagen auf der Tastatur und so Sachen. Also das sind so Sachen, die muss man einfach lernen, aber RP ist jetzt nicht kompliziert. Ah je. Video-Idee für Justus. Na, dafür machen wir zu wenig RP. Ich muss gucken, dass ich jetzt auf YouTube mal ein bisschen so Videos mache, die ein bisschen unabhängiger sind von News, auch wenn es da aktuell natürlich viel gibt. Trotzdem ein bisschen unabhängigere Videos, vielleicht immer mal wieder so. Mal gucken. Blut ist Erdbeermarmelade, ja. Und deswegen haben wir auch heute das eine Video da aufgenommen. Muss mal, vielleicht schneide ich es sogar heute noch. Aber ich glaube eher morgen. Ja, was geht's, Sammy? Schön, dass du dabei bist. Ja, es ist halt einfach, ich finde es halt schade, weil das hier halt keine Art von RP ist. Oh, lul, die haben da eine ganze Gruppe von uns. Lul. Aber die anderen leben noch. Ich bin halt schon tot. Nächstes Stream morgen. Morgen streamen wir wieder, morgen Abend. Sei denn, kommt jetzt kurzfristig noch irgendwas. Aber, nichts vor morgen Abend und Julia hat keine Zeit. Dementsprechend morgen wahrscheinlich wieder Stream. Am Morgen machen wir dann GTA-Marathon und RP. Und dann fangen wir auch mal ein bisschen früher an mit RP und dann ist es auch nicht zu spät. Ah, jetzt haben wir ja schon wieder 5,5 Stunden gestreamt. Junge, Junge, Junge. Verrückt. So, 57 Sekunden noch. Blöd ist halt, dass wir alles verloren haben jetzt, ne? Skateboard, Essen, 200 Schrott, Alter. Das wäre so viel wert gewesen. Schon ein bisschen schade. Pipino. Sobald du genug UFOs hast, direkt ausgeben. Bester. Ja, wir haben neue Sounds heute bekommen. Können wir gerne nochmal ausprobieren, gell? Also wer noch ein paar UFOs übrig hat, kann die gerne droppen. Wie viele UFOs habt denn ihr so ungefähr? Damit ich das mal. Vorhin habe ich die Preise sozusagen festgelegt für die ganzen Sachen. Also, hä?
die ganzen Sachen festgelegt, aber ich hatte gar kein Gefühl, was wie viel die Leute haben. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Oh, jetzt kommt gute Musik. Also jetzt 4K, uff. 1000, uff. Circa 80K, okay. Ja, okay, so Stammzuschauer haben dann so zwischen 80 und 180.000, okay. Oh, yeah. TikTok, das ist TikTok-Klingelton. Wenn er nämlich sagt, du bist inaktiv. Und dann sage ich, nein, ich bin nicht inaktiv. Ich stream nur lang. TikTok kommt damit gar nicht klar. So, ich bin Notoperation. Ich bin nicht mal schuld. Darf ich da überhaupt jetzt raus? Weil eigentlich bin ich aus dem RP jetzt raus, ne? Aber ist, glaube ich, egal. Was passiert? Ah, perfekt, 5M abgeschmiert. Optimal. Ja, das würde ich sagen, ist dann ein passendes Ende für heute.